Schönen guten Abend. Es ist mal wieder UL Fishing Community Zeit und eigentlich sind wir ja zu dritt, Norman, oder? Schönen guten Abend, hi. Ja, genau. Heute ist ja der dritte im Bunde, fehlt uns leider. Der Jesko. Ja, der Jesko hat kein Stimmchen, hat sich aber trotzdem hier irgendwie reingeschlichen. Wer ist schon alles da? Genau, also mal schöne Grüße in den Chat an Uwe, der schon da ist, an Jesko, an Uwe Klinkert und an Miguel. Moin, moin, Leute. Ja, schön, dass ihr dabei seid und es fühlt sich so langsam. Und ja, wir haben heute wieder einige Themen mitgebracht. Und wir haben es ein bisschen anders organisiert, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben, ein bisschen kompakter. Wir starten gleich mit der Umfrage des Tages sozusagen, dein Part. Dann geht Genau. es weiter mit den Fangberichten, die ich heute übernehme. Also praktisch behelfsweise, ersatzweise für den guten Jesko. Dann geht es weiter mit den News, also ein bisschen raus aus der, bisschen etwas aus der Szene, was passiert gerade und natürlich auch ein bisschen Blog-Update. Dann kommen wir zum Thema des Monats. Da gibt es einen neuen Blogartikel, auf den ich eingehe. Wir beschäftigen uns nochmal etwas intensiver mit dem Thema Warbler. Und Norman, wir werden auch mal so ein bisschen diskutieren, noch unsere persönlichen Erfahrungen. Ne? Wann funktionieren die Dinge eigentlich? Funktionieren die überhaupt? In welchen Situationen? Ja? Ja. So, und dann hast du deinen Teil mit Community, man könnte auch sagen Community Update, mal drauf gucken, wie sind denn eigentlich so die letzten Wochen bei uns in der Facebook-Gruppe gelaufen, was waren da so für Themen, was ist vielleicht bemerkenswert und ganz zum Schluss Ausblick, was haben wir in den nächsten Wochen vor, wann ist der nächste Livestream, so, das ist so das Thema, ne? Ja, dann gehen wir mal auf den ersten Teil. Und Norman, da ist die Community selbst auch gefragt, ne? Das stimmt, genau. Also, Mike, ich glaube, wir haben in diesem Jahr so den ein oder anderen interessanten Fang gehabt am Haken. Ja. Genau, und wir haben uns mal gedacht, normalerweise ist das ja immer, dass wir gerne mal erzählen, was wir so fangen und Bilder zeigen. Und heute wollen wir euch ein bisschen mehr mit einbinden bei dem Thema, was ist eigentlich dein Lieblingssalmonide? Da werden wir gleich eine Umfrage zu starten. Mike wird die gleich anzeigen. Ja, ist schon aktiv. Genau, ist schon aktiv. Guck mal, Handelbarkeit hat es schon richtig gedrückt oder Ihr richtig gemacht. könnt es gar nicht erwarten, Genau, und zwar entweder das Wort reinschreiben, also das Lösungswort für euch. Ich empfehle, genau wie die Kollegen das auch gerade machen, am besten die Zahl eintragen und dann Moin, Gogo und Dennis und dann genau einfach eingeben. Wir sind mal gespannt, was da so bei rauskommt. Genau, wenn wir die Lieblingssalmonid mal durchgehen, bei der ersten sind wir bei der Regenbogenforelle ganz klassisch, dann sind wir bei der Lachsforelle. Ist, glaube ich, ein Begriff, der immer mal gerne wieder diskutiert wird. Was wir damit meinen, sind die XXL-Forellen, vor allem die großen Forellen. Dann haben wir die Bachforelle. Finde ich auch ein sehr, sehr interessanter Salmonide. Fange ich auch sehr gerne. Dann Saibling natürlich, gerade. Gut Schnede in der Vergangenheit immer mal gerne auch einen Saibling mitgenommen, Seeforelle. Und dann kommen wir zu den Exoten, zu den anderen. Goldforelle, Pinkforelle, Tigerforelle, die weiße. Mike, die wir das letzte Mal Ja, auch dabei hatten. genau. Also gerade so die Goldforelle, Pinkforelle ist ja eigentlich eine Regenbogenforelle mit einer speziellen Züchtung. Ich finde auch, den Saibling finde ich halt auch super interessant zu angeln, ne? Wie der dann so, wenn du den am Haken hast, wie der versucht, Richtung Grund zu flüchten. Ich finde, das ist normal was ganz anderes auch als eine normale Regenbogenforelle. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde so, die Bachforelle, die hat momentan 0%. Wahrscheinlich nicht ganz ohne, weil ich finde, die ist schwer zu fangen. Wir hatten doch in Dänemark da ein Gewässer, Bovling. Und ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? War nicht einfach zu fangen, die Bachforelle, ne? Berufling war, lass mich noch mal Bovling kurz. war da oben dieses Ding mit der Kommune, weißt du? Ah, ja, Wo wir genau. auch Dennis, wo wir noch zusammen unterwegs waren. Genau, also genau, definitiv, guck mal, Dennis berichtet gerade von heute, definitiv eine interessante Salmonide. Ich glaube, ich hatte ein oder zwei gefangen, ich weiß aber nicht mehr ganz so genau. Genau, für mich ist es tatsächlich der Saibling. Ich fange den auch total gerne, so wie der Chat es hier auch darstellt mit der Nummer 4. 62,5% haben
Das Lieblingssalmonid ist der Saibling. Ja, ich finde auch die Tigerforelle. Das ist halt auch nochmal was ganz Interessantes. Da wird man ja wie denken, na, ist das eine Regenbogenforelle? Aber in Wirklichkeit ist das so eine Kreuzung zwischen einer Bachforelle und einem Bachsaibling. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das jemand von euch gewusst hätte. Also, ich habe das recherchiert, ich wusste das vorher nicht. Ich fand einfach nur, dass die toll aussehen, die Tigerforelle. Und ich habe ja auch schon einige gefangen. Und bei den Exoten hätte man eigentlich noch diese weiße Forelle, ne, mit reinnehmen können. Wobei die weiße Forelle ist ja eigentlich nur eine etwas jüngere Forelle der Pinkforelle, wie mir der Dennis vom Forellenpark Gut Schnede mal vor einiger Zeit erklärt hatte. Ne? Ja, ich glaube, wir können wahrscheinlich einmal den Poll schließen. Und dann haben wir das. Wir machen jetzt mal in. Ja, ich sehe da schon die Ja, wir beenden mal einmal den Poll. So. Oh, es gab ein Déjà-vu in Westjylland. Ich würde mal tippen, Westjylland, Dennis und Gogo haben mal wieder eine 6-Kilo-Forelle rausgeholt. Dennis, vielleicht schreib mal rein, was geht. So ein kleiner Spoiler für alle hier, die ja gerne auch eure Videos gucken. Genau, vielleicht ein 6-plus oder 5-plus Kilo, gucken wir mal. Was hatte die noch? Schreibt er sogar, Mike. Mehr schreibt er. Krass, okay. Also 7-plus, ja. Dennis. Oder 8. Wobei, warte mal, ich habe heute, das können wir vielleicht gleich nochmal zeigen, ich habe tatsächlich heute gesehen, dass da eine sehr, 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 sehr große Forelle tatsächlich den Weg ins Gewässer gefunden hat. Ja. Und wobei wir vielleicht nochmal gerade die Auflösung hier machen. Ich habe den Poll beendet und ich finde erstaunlicherweise der Saibling mit 62,5%, dass das der Sieger ist. Wahrscheinlich mache ich mich hier unbeliebt, wenn ich meine Erfahrung mit dem Saibling versus Regenbogenforelle und Räuchern hier mal erzähle. Und das deckt sich mit dem, was ich auch oder was mir auch Freunde, Bekannte, Familie auch erzählt haben. Die Regenbogenforelle schmeckt uns unisono besser als geräucherte Forelle, als der Saibling. Ist da jemand noch der Meinung? Und wie geht's dir, Norman? Was findest du leckerer? Eine Meinung? Ja, beim Saibling bin ich es tatsächlich ein Fisch, den ich immer verschenke, weil ich weiß, dass, also, oder weitergebe, muss man so sagen, weil ich weiß, dass viele Menschen sich über den Saibling freuen. Geschmacklich. Dadurch, dass ich Kinder habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich die Goldforelle ganz cool, weil es halt mal, weil es mal ein anderer Fisch ist. Das Auge sitzt da, ist da schon mit. Genau, ich glaube, geschmacklich habe ich so keine richtige Präferenz ganz zum Schluss, von welcher Forellenart sein sollte. So, wollen wir mal gucken, ob wir Dennis Schiff heute schon auf Facebook gesehen haben, Mike? Ja, ist das denn so? Ich weiß. Wollen wir mal gucken. Also ich habe mal gerade, wir haben gerade mal unsere Umfrage hier verlassen und ich zeige mal kurz was. So, da ist es. Ja. Gucken wir das mal an. Genau, kriegen noch einen kurzen Stupser, damit sie den Weg richtig findet. Wie viel die wohl hat, oder? Bisschen gestresst gewesen, genau. Also Dennis, hau mal gern raus, ob das heute dein Erfolg schon gewesen ist. So, was schreibt denn Jesko in den Chat? Der Saibling ist halt wunderschön und man fängt ihn auch nicht so oft, daher absolut was Besonderes. Ja. Ich glaube, Kudos. Eine davon war, schreibt der Dennis. ja, ne? So ist das halt, so kennen wir ihn. Und es war meine Plus, Gogo. Ah, okay. Ah, sehr gut. Da kommt auf jeden Fall was, würde ich mal tippen, demnächst auf YouTube. Ja, sehr schön. Nette Umfrage mit interessantem Ergebnis und schreibt gerne mal rein, was euch besser schmeckt. Mike, da sind wir ja schon beim ersten Fangbericht von Dennis gewesen. Ja, geh mal rein, ich timer. Damit ihr auch was sehen könnt. Und zwar einmal zack. Und
Ich habe euch 3, 4 Fangberichte mitgebracht und die habe ich hier auch geteilt aus unserer Facebook-Gruppe, aus der UL Fishing Community Facebook-Gruppe, die es ja auch erst seit 3, 4 Wochen gibt und wo mittlerweile auch schon fast 280 Mitglieder drin sind. Und was ich halt echt gut finde, also auch wenn der erste Fangbericht von mir ist, aber die anderen halt aus der Community, dass da fleißig geteilt wird und dass der ein oder andere sein Fangerlebnis auch einfach mal mitteilt und dass da so eine Diskussion entsteht, Norman, glaube ich auch, ne, mit welcher Köder hat dein gefangen und was sind so Erfahrungen und davon lebt das Ganze ja auch. Es geht ja nicht nur um die nackten Fische. Ne? Das stimmt wohl. Das stimmt genau. Wohl. So, und ich mache das mal einmal groß hier und den ersten Fangbericht, der kommt von mir und um genau zu sein, von meinem Sohn, der Tim. Wir waren nämlich unterwegs mal wieder in Saalhusen bei Rehse. Und ja, also Voraussetzungen waren eigentlich ganz gut. 7-8 Grad draußen, eigentlich ziemlich ideale Bedingungen, gab keinen Wetterumschwung und so weiter. Hat auch gut geklappt. Ihr seht das hier auch, der Tim und ich mit einer schönen Goldforelle jeweils. Insgesamt haben wir 11 Fische gefangen. Aber es war halt auch so, da war eine Menge Angler am See. Da sind viele auch mit höchstens 1, 2 Fischis da rausgegangen. War halt nicht einfach. Die stehen beim Juniorteich, aber mein Großer, der darf gar nicht mehr im Juniorteich angeln. Ja? Also wir haben uns hier so eine Kombikarte genommen. Norman, du kennst das ja auch, mit für Teich 1, 2, 3. Und dann haben wir da schön geangelt. Und ja, war ein schöner Tag. Und gefangen hat unter anderem der Diver Twig, den ihr hier unten seht, mit der Maus so ein bisschen, Berbi hat gefangen. Und, in grün, der Diver Twig? Bitte? Mike? In grün, der Diver Twig? Ja, erstaunlicherweise in grün, in so einem Grashüpfergrün, könnte man fast sagen. Der Berbi in so einem Babyblau, wie so ein helles Blau, so ein bisschen abgesetzt. Und der Snagger, hier sieht man das in so einem Altrot, also so ein bisschen so angerostet sieht das so ein bisschen aus. Kann man jetzt hier nicht ein bisschen größer machen? Und der Dennis ist ja hier dabei, Motoröl, ne? Muss ich mal wieder sagen. Hat halt auch wieder zugeschlagen. Ich muss immer dran denken, wenn ich einen Fisch fange mit Motoröl, muss ich immer an den Dennis denken. Und die Birgit Angelpark dort, die sagte das auch, ja, der Dennis, ne, der kommt ja auch mal hier mit Motoröl. Ja, war ein schöner Tag, 11 Fischis und ihr seht das auch hier, die Beiträge werden auch gut gelesen hier, ne? Also Norman, so 200, also wenn du 270, 280 Mitglieder hast in so einer Gruppe und da sind halt praktisch 200, fast 210 Leute, die das sehen, das ist schon ziemlich aktiv, ne? Ja, das stimmt. So, das ist der erste Bericht. Dann der Rekord des Tages hier geht an den Michael Hoffmann. Das war ein Fangbericht vom 27. Oktober, der hier mit seinem Kumpel unterwegs ist, nämlich dem David S-Fahrer und 100 Forellen gefangen. 100. Wahnsinn, oder? Ich kann mich. Mike, wenn du 100 Forellen fängst, wie lange brauchst du zum Ausnehmen für eine Forelle? Eine Minute. Unter einer Minute. Eine Minute. Okay, sagen wir mal eine Minute mit Umpacken, machen wir mal 1,5 draus. Boah, ist Ewigkeiten dabei. Also ich finde alleine die Hälfte. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ja, also dickes Petri an Michael und David. Erstmal fürs Teilen in der Community und grandios, ja. So, und das war ein Angel-Event. Angelparadies Birkensee. Ja, sollte man sich vielleicht mal merken, ne? Die scheinen da gut was reinzusetzen. Der nächste kommt vom Jonas Tölke. Und der war in Bargfeld Stegen. Da waren wir beide schon lange nicht mehr zusammen, ne? Das stimmt, ja. Und er hat auch gut gefangen. Und was ich hier bemerkenswert finde, so konnte 15 weitere Fische nochmal landen und also gut gefangen. Und der Fishingman Dennis ist ja hier auch mit dabei. Ihr wart da ja auch mal vor einiger Zeit, da lief es nicht so gut. Ne? Hier haben die von Mittag bis nachmittags die meisten Fische gefangen. Wirklich erstaunlich, ja. Oder? Ja, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, okay, jetzt nicht das typische Verhalten. Guck mal, und die sieht doch so aus, als würde sie aus Gutschnede kommen. Ich glaube, die haben den gleichen Lieferanten, oder?
Die haben den gleichen Lieferanten. Ja, auch hier nochmal dickes Petri. Und hier sieht man auch so ein bisschen, ich meine, das macht uns ja auch so ein bisschen froh, Norman, ne? Wenn man hier so sieht, hier, es gibt Interaktion, hier wird hin und her geschrieben und ach, guck mal, der Thomas Schenk. Über den Fang, ne? Der Thomas, der heute dabei ist, der hat auch direkt darauf reagiert. Sehr schön. Ja. So, dritter ist vom Nils Mittelstädt. Ist uns ja hier aufgefallen in der Community mit seinen wirklich tollen Beiträgen. Der ist immer sehr aktiv mit dabei und schreibt und hat Tipps. Und zum Cacher hat er einiges dazu geschrieben. So, und er war am Forellensee Fangmeer in Kleinvollstädt. Und hat da auch einiges abgeliefert. Guckt euch mal diesen fetten Fisch an. So, und was schreibt er? 5,7. In der Küche hatte ich dann 5,7 Kilogramm Filet. Wie viel hat denn der Fisch gewogen? Wenn du 5,7 Kilogramm Filet hast. 7, würde ich tippen. Ja. 6,7, irgendwie sowas. So, was hat er gemacht? Der Donau. Gaia 1,7 finde ich halt auch immer mega. Deinwurm. Auch gut. Und Bruschi gefangen. Also, ist halt schon gut ausgerüstet. Und hier Mirak 70 auch mit dabei gewesen. Ne? Also, auch hier dickes Petri an den Nils. Und bleibt weiterhin so aktiv und sei da wirklich ein Aktivposten in der Community. Ne? So, und der letzte, da machen wir mal Dänemark. Und zwar Norman, man kann fangen in Ribe. Man kann fangen in Ribe? Ja, das glaube ich nicht, oder? Ich hoffe nicht. Okay. Wobei, Bock auf Forelle hat ja jetzt in Ribe auch ganz gut gefangen in diesem ersten Stück. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hattest. Und hier, hier hat er ganz gut abgeräumt. Der Kodo Kuna, Sensi, der hat ein schönes Bild geschickt. Also hier auch nochmal dickes Petri. Die sind schon ordentlich, ne? 2,5 Kilo haben die bestimmt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Also unter anderthalb ist da, glaube ich, keine, ne? Ah, Maurice ist auch dabei. Hi, Maurice. Genau, und Handelbar Kite hat gerade gesagt, dass der Fisch nicht... ich hoffe, also vielleicht versteht es auch nicht richtig, aber ich glaube, er meinte, dass es keine 8 Kilo gewesen sind, sondern die Große hatte 4 Kilo und das waren insgesamt 8 Fische, die er gefangen hat. Aha, okay, alles klar. Denn, ja. Aber gut, trotzdem genau. Schöne... Also er schreibt hier Riebe, Big Mac 30 mm, Cora 75, Troutworm 65 mm. Das ist doch Wahnsinn, was es alles da für Köder gibt da draußen. Ne? Ja. Das kann man als Angler alles gar nicht beangeln. Ne? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das sind die Fangberichte. Ja, und jetzt kommen wir zu den News. Ne? Oder haben wir zwischendurch noch mal was aus dem Chat, was wir direkt mit reinnehmen sollen? Nee, dann mache ich mal weiter. Ne? Das sieht sehr gut aus gerade. Genau. Also wir sind ja mal ursprünglich so vor 2 Jahren angefangen hier mit dem Format und haben gesagt, wir machen das auf YouTube und auf X und auf Twitch und alles. Und dann haben wir gelernt, was so funktioniert und was nicht funktioniert. Facebook haben wir auch mal gemacht, Facebook Livestream, aber in Realität bleibt es dann nachher doch bei YouTube. Da sind die meisten Leute, die haben eh schon einen Account und die Angelszene, die ist da auch. Also machen wir YouTube. Also das, was wir hier heute Abend noch machen. Wir machen das auch exklusiv YouTube und machen das nicht mehr Multistream. Was wir vor einem Jahr, anderthalb Jahren mal probiert hatten, war Podcast. Also praktisch aus dem Format, was wir hier machen, noch ein reines Hörformat zu machen. Und da sind wir in der Testphase so ein bisschen stecken geblieben. Die war doch recht erfolgreich. Also wir hatten da pro Folge bis zu 200 Leute, die dann einfach mal auf Spotify, auf Apple Podcast und so weiter dann halt durchgestartet sind und sich das angehört haben beim Joggen und in der U-Bahn und wo auch immer. Und das war jetzt praktisch auch der Start zu sagen, wir gehen aus der Testphase raus und machen das regelbasiert. Das heißt, die Folge, die heute hier gerade live über den Äther geht, wird morgen, übermorgen bereitgestellt auf Spotify und Co. und geht dann praktisch auf die Podcast-Plattform. Und welche Plattformen das sind, sieht man hier. Das ist einmal Spotify natürlich, wobei man auf Spotify interessanterweise, ich meine, wer hätte es gewusst, auch Videos sich angucken kann. Wusstest du das, Norman? Dass man, ich glaube ja. Ja.
Bei Spotify bist du gerade, ne? Sorry. Ja, genau. Statt, okay. Genau, ich habe ja beides gerade, YouTube Music Premium und Spotify Premium und das ist mir letztens aufgefallen, Spotify hat nachgezogen. Ich glaube, YouTube hat damit angefangen. Ja, wir machen das mit dem Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Pocket Casts, auch eine ziemliche bekannte App. Und dann geht es natürlich auf YouTube Music. Also ihr habt jetzt hier auch zusätzlich auf dem Channel auch noch einen zusätzlichen Tab und könnt praktisch auch von unterwegs dann halt auch hören. Und so sieht das dann hier aus, wenn man da auf Spotify halt drauf geht. Dann sieht man hier unseren Kanal und dann sieht man hier die Folgen und kann praktisch sich das dann direkt anhören und sich eine Playlist zusammenstellen. Und ja, wir sind da ganz happy damit. Wir fangen damit jetzt mal so langsam an. Und wenn euch das Thema interessiert, einfach hier auf unsere Seite gehen, auf ul-phishing.de, und dann klickt euch rein und dann habt ihr uns auch auf den Ohren, wenn ihr unterwegs seid. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist was ganz Erstaunliches. Das ist so ein bisschen so dieser, ich würde mal sagen, so ein Preiskampf, der da gerade im Markt ist, oder einfach nur ein frecher Anbieter, der sich da so reingemogelt hat, ja. Und Mike, ja? Ich glaube, auch die Himbeere für den komischen Produktnamen, oder? Ja, krumme Gurke. Also, es fing mal an mit dem Kobo. Die erste Banane sozusagen. Dann gab es hier Tumbling Banana von Probates, ziemlich erfolgreiches Modell, auch hochwertig verarbeitet, mit vernünftigen Haken dran und Sprengring. Und jetzt gibt es die krumme Gurke. So, und wer sich da auskennt, der weiß, ein Wobbler, 20 Euro ist die normale Ansage, und die handlackierten Dinger von Kevin, klar, ne, geht ja auch nicht anders, kosten 24, 25 Euro. Der Dennis hat die ja zum Beispiel auch bei sich im Shop. So, und jetzt kommt hier der Toni von Trotbaits und sagt, gib krumme Gurke für 6,49. Und ich weiß, dass der viel davon verkauft hat, und guckt euch mal an hier. Der ist bei den Händlern, geht der so weg. Ach, das ist 6,49 Euro. Ja, das heißt tatsächlich. Und pass auf, jetzt geht es noch besser. Der Toni schreibt hier. Ja, das habe ich auch gelesen. Auf, die Rohlinge. Ab 20 Stück für 2,25 Euro netto das Stück. Was sind das denn für Preise? Und ganz ehrlich, da wird ja noch Marge dran sein, ne? Also, ja. Also ich sage das mal so, was mir aus der Szene berichtet wurde. Deswegen sind wir ja auch mal hier, dass wir das auch mal berichten können. Ich habe gehört, dass andere Firmen, zwei sehr bekannte Namen, die auch im deutschen Markt kurz vor Markteinführung waren von ihrem eigenen, Bananenwobbler, der sollte so um die 8 Euro kosten. Einer von diesen Firmen hat 3 Buchstaben und der andere hat 6 Buchstaben. Und da sagt gerade einer Moin. Der Jesko probiert gerade rum. So, zwei Firmen, die wollten um die 8 Euro haben. 8, 9 Euro oder 10 Euro. Ich weiß nicht, was die jetzt machen, ob die ihre Produktion einstampfen, das noch machen, weil wenn da einer im Markt kommt, der für 5, 6, 7 Euro oder die Dinger verkauft. Hochinteressant, ja. Also, ich habe nicht verraten, welche Firmen das sind, aber ihr könnt es auch vielleicht denken. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen schon ganz schön zu schaffen machen. Ja. Ja, es kommt auf jeden Fall Bewegung in der krummen Gurken. Also Toni, wenn du das hier siehst, weil dann richtig, richtig gut, ja. Ja. So, und wir gehen mal vom Wobbler zu Wobbler, gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Was mich total gefreut hat, ist, dass der Kobo in auch ein Wobbler, auch so ein Bananenwobbler, praktisch das Urmodell. Wobei das U-Modell ist eigentlich der 60er hier, der Slim 60 FS. Also ich bin hier gerade auf der Art of Phishing, The Art of Phishing Seite. Ein sehr bekannter Distributor von japanischen Artikeln. Das macht ja der Kaspar dort. Und der hat nach Deutschland endlich mal wieder eine Ladung bekommen von den 35 mm Wobblern. Und ich muss sagen, ist einer meiner Lieblingswobbler. Ich habe da gleich zugeschlagen. Der lässt sich geil auswerfen. Der lässt sich auch oberflächennah führen, aber auch ein bisschen tiefer. Die Forellen haken sich meiner Meinung nach nicht so schnell damit aus, weil der deutlich kleiner ist. Und der bricht nicht durch wie das große Modell manchmal. Ich mache mich jetzt hier wieder unbeliebt, weil ich sage, der bricht durch, aber er bricht halt manchmal durch. Aber das kleinere Modell ist auf jeden Fall aus meiner Sicht richtig eine geile Nummer.
Also der fängt, ich habe gut Schnede, ging gar nichts mehr und da habe ich mit dem gefangen. Das Witzige an diesem 35er Modell, Jesko, ich habe dir das ja auch gesagt, ne? Und Jesko hat ja auch zugeschlagen, Jesko hat sich den auch geholt, ist, dass wenn auf Spoon nichts mehr geht und ich alles durch habe, bis zu den Naturfarben, ich Gummis durch habe, bis zu den Naturfarben, ich mit diesem Wobbler nochmal durchstarte mit einer Schockfarbe und erste Fische fange. Also zum Beispiel mit so einem Modell. Hättest du das gedacht, Norman? Nee, eigentlich nicht. Nee, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also meine Empfehlung ist, habt da nichts von, ne? Also wir machen ja hier keine Werbung, sondern wir empfehlen hier Dinge, von denen wir sagen, dass wir die selbst angeln und auch gut damit fangen. Für mich ist das ein total geiler Wobbler und ziemlich einzigartig, einfach auch in der Größe. Und der hat 2,5 Gramm, das heißt, den kannst du auch rausschmeißen. Der bewegt sich super, ne? Schön langsam führen, dann gibt es da Attacke und da gibt es manchmal Bisse des Wahnsinn, ja. Mike, kurze Frage. Hast du die krumme Gurke bei dir im Bestand? Die krumme Gurke habe ich nicht im Bestand, aber ich habe den Lauf gesehen. Und der Lauf ist, da gebe ich dem Dennis recht, er schreibt ja hier auch, aber vergleicht bitte Banane mit Gurke nicht, die laufen ganz anders. Das stimmt, der läuft anders, aber er läuft nicht krass anders. Also der läuft ein bisschen, der läuft nicht so, ich finde nicht so hochfrequent. Also ich habe 2 Videos davon gesehen, die mir geschickt wurden. Und aber der wird seinen Fisch fangen. Also ich sage nicht, dass das jetzt nun irre ist. Also da ist natürlich auch für diese 2,25 Euro ist kein Yari-Haken dran und kein High-End-Sprengring. Da ist was ganz Günstiges dran. Also Leute, da müsst ihr die Sprengringe, den Sprengring und den Haken sowieso tauschen. Aber für den Preis, wenn der fängt, warum denn nicht? Ja. Ja. Handelbarkeit hat gerade im Chat nochmal gefragt, ob es normal ist, dass die Banane sehr schnell anfängt zu rollen. Definitiv, du musst die sehr, sehr langsam führen. Bei mir ist die Banane tatsächlich mal erfolgreich gewesen. Die habe ich sehr grundnah geführt und habe, glaube ich, eine 2 oder 3 Kilo Forelle damals rausgeholt und auch sehr, sehr, sehr langsam. Also das ist kein Köder, den du ziemlich schnell führen kannst, sondern ja. Genau, ich schreibe gerade, laufen die auf 0,5 Meter circa. Ja. Es kommt drauf an, du kannst auch tiefer absinken lassen. Ja. Du regelst da im Endeffekt die Höhe auch tatsächlich so ein Stück weit mit der Geschwindigkeit. Würde ich mal bei Sicht, wenn das Wasser sehr sichtig ist, würde ich es mal ausprobieren, dass du mal den Köder durchtestest, weil da musst du tatsächlich, also zumindest kann ich für mich sprechen, musst du gewissermaßen ein Gefühl für den Köder entwickeln, um den ordentlich zu führen. Ansonsten kommst du genau nämlich in dieses Rollen hinein. Die sind schwer, ne? Also die haben der günstig Nachbau, die Gurke hat, glaube ich, 3,6 Gramm und die Tumbling Banana 3,2. Der sackt schon ziemlich durch. Der kleinere hier mit 2,5 Gramm ist dann schon nochmal was anderes. Aber langsam führen. Und dann gebe ich euch nochmal was mit, was ich noch nicht ausprobiert habe. Das hat mir der Toni von Troutbaits gesagt. Er sagt, er fängt mit der Tumbling Banana von Probaits am besten nicht dieses monotone langsame Einholen, sondern durch dieses Twitchen zwischendurch. Er twitcht die nur ganz kurz und hat damit bessere Fänge. Ja, das muss man vielleicht nochmal ausprobieren. Jeder für sich. Gebe ich hier mal so mit. Ne? Ja, scheint auf jeden Fall interessant zu sein, das Wobbler-Thema, nimmt das mal mit. Und wir gehen jetzt mal von den Wobblern zu dem nächsten Thema rüber, nämlich Spoons. Und da ist ja ein oder andere Spezies ist ja hier auch mit dabei. Erwin Meyres von Fangenswert, ehemals Spincom, hat ja diese ganzen Gotthand-Spoons hier nach Deutschland gebracht. Und das ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte in der Angelszene, die wurden ja unfassbar häufig verkauft, auch beim Dennis hier, ne, und bei anderen auch. Das war ja ursprünglich mal, ihr erinnert euch vielleicht, der ein oder andere, der das mitverfolgt hat, die sogenannte EM-Serie. EM steht für Erwin Meyres. Und jetzt gibt es nur noch die FA-Serie, also nur noch in Anführungsstrichen, nämlich Fangenswert. Und jetzt ist natürlich, viele aus der Szene haben gefragt und ich habe den Erwin auch gefragt, wann kommen die ursprünglichen Modelle, weil das sind ja hier alles FA-Modelle. Hier die sogenannte Hummel, FA01, dann hier ein paar gedecktere Dekore,
Jesko hat genau den hier gefunden. In Dänemark. Im Dreck. Auch geil, ne? Wo denn? In Arild oder wo war das? Nee, das war hier, wo so wahnsinnig viel, direkt an der Grenze. Das ist Fiskesee. Ah, oder so, ja. Ne? Ja. Genau. Und für mich, also die Modelle fangen bestimmt, aber ich bin ein Riesenfan von den hier, von den ursprünglichen EM01, EM02. Oh, ja. Das ist ein Goldfänger, der ist total geil. Ich finde den auch gut. Den würde ich vielleicht auch noch mal so als eine Variante vom FA01 sehen. Achso, der EM01 ist nicht mal mehr hier. Doch, da ist er. Der sieht aber ein bisschen komisch aus. Der ist eigentlich mehr orange, ne? Der ist hier ein bisschen farblich falsch dargestellt. So, und die gute Nachricht für euch alle da draußen ist, die kommen wieder. Im April, im Mai, wahrscheinlich im Mai des nächsten Jahres. Das Zeugs ist in Produktion, auch in entsprechender Menge, dass der Markt hier auch sauber bedient werden kann. Der Erwin sagt, das dauert noch. Also die gute Nachricht ist, es kommt Ware und es kommen die ursprünglichen Farben wieder. Ich finde auch hier, ich weiß nicht, Norman, fischst du die Scheißausfliege, die EM07? Naja, ich muss die nachlegen, die ist weg bei mir. Ich hab nein. Ich habe die mal verloren. Naja, das ist bei denen echt, echt ärgerlich. Ich würde mal auf die EM01 zurückgehen. Das hast du mal gerade so im Nebensatz erwähnt. Ja. Du hast ja mal eine kleine Studie gemacht zu den Goldforellen und hast ja quasi mir damals auch den Tipp gegeben, vor allem diese orangefarbenen Köder, also gerade EM01 zu verwenden, wenn man auf Goldforelle geht. Nee, das ist der Zweier. Entschuldigung, der Zweier. Kann man definitiv empfehlen, achtet da mal drauf. Goldforellen gehen auf andere Farben als die Regenbogenforellen. Das funktioniert auch immer mal wieder, wenn man die Goldforellen anwerfen möchte. Achtet darauf, dass ihr diese ja, eher hell-orange-farbene nutzt für die Goldforellen. Damit kann euch das nochmal die ein oder andere Forelle in den Haken bringen. Ja, ich kann das bestätigen, weil wir haben bei Rese getestet am Juniorteich. Da fließt ganz kühles Wasser rein und dann habe ich mit meinen Jungs immer Testreihen gemacht. Und nach 10, 15, 20 Angelbesuchen kann ich sagen, es ist immer das gleiche Ergebnis. Die Goldforellen gehen auf diesen Köder, nicht auf den. Das ist ein bisschen, ist nicht ganz die Farbe, das ist nicht ganz richtig, dieses Bild hier. Irritiert mich ein bisschen, ist mehr orange. Aber das hier ist so eine Farbe, ist ein absoluter Goldmagnet. Total freaky, ja? Also, Wahnsinn. So, und nochmal zu sagen, es geht nicht nur um den Jarrier, sondern die gesamte Godhand-Serie, die im April, Mai nächsten Jahres wieder aufgelegt wird. Ne? Also, da gehört der Gaia dazu, also auch wieder EM01, 02. Und da gehört natürlich der Gigas Lavin dazu, den viele von euch da draußen auch fischen in 2 Gramm und vieles mehr. Das ist bestimmt eine gute Nachricht, ne? So, dann das Thema Räuchern, Mike. Ja. Was gibt es denn da so Neues? Es gibt ja immer mal so auch, also ja nicht nur Wissen, was man teilen möchte, sondern manchmal hat man ja ein gutes Händchen. Jetzt, der Dennis war ja in der Vergangenheit, hat uns mal ein paar Tipps gegeben. Was gibt es denn da Neues? Ja, also der ein oder andere kennt ja den Dennis Rendelsmann. Der Dennis Rendelsmann hat, ich habe das hier mal aufgemacht, sehr maßgeblich mitgeschrieben an dem Thema Forellenräuchern für Anfänger und Fortgeschrittene. Und natürlich auch an solchen Artikeln wie Forellenräuchern, die 10 größten Irrtümer oder wie man einen Räucherofen reinigt und auch vieles mehr. Den hatten wir beide, du erinnerst dich, auch hier im Livestream schon mal. Eben. Lang, lang ist her, der kommt auch wieder. Und ja, der Dennis, ich gehe da mal kurz da drauf, der ist nicht nur, das ist er übrigens hier, so sieht er aus und ist übrigens auch in der UL Fishing Community Gruppe auf Facebook als Experte in der Gruppe und beantwortet auch Fragen. Also wenn ihr da Fragen habt, geht da mal rein in die Facebook-Gruppe und ich springe mal gerade auf den Dennis drauf, weil der Dennis hat nämlich noch so ein kleines Hobby. Und zwar, der Dennis selbst, der hat ja eine Fischzucht und eine Räucherei, also ist vom Fach, der kennt sich halt aus mit Fischverarbeitung und wie das so ist mit dem Räuchern. Also das kommt nicht nur irgendwie vom Hörensagen. Und der ist zweifacher ausgezeichneter skandinavischer Meister, und zwar diese Rückerie-Meisterschaft in Schweden. Und die war jetzt wieder. Und dann habe ich ihn angehauen und habe gesagt, wie ist es denn gelaufen? Und er hat einen sehr respektablen Platz 2 gemacht. Ja, also da auch nochmal, lieber Dennis,
herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle für dich. Herzlichen und deine Leistung hat nicht ganz für die Krone gereicht, aber wieder ganz oben mit dabei. Und wenn ich das höre, so, da gibt es eine Meisterschaft am Räuchern. Ne? Ja, und schön. Mal verraten, da gibt es auch ein bisschen, gibt es auch ein paar Schnäpse zu trinken. Ne? Und schön, dass Dennis da auch in der Community ist und einfach sein Wissen gerne teilt an der Stelle. Also ja, ich finde das auch. Und das ist halt super wertvoll, so jemanden mit dabei zu haben, der auch ganz viel, es gibt super viele YouTube-Videos zum Thema Räuchern, die sind alle falsch. Ja, da wird so kompletter Blödsinn erzählt. Aber die Leute stehen vor der Kamera, die haben teures Equipment und erzählen aber trotzdem Quatsch. Und dann glauben die Leute das, was da erzählt wird. Ne? Sehr ähnlich wie diese Finanzberater auf Instagram, ne? Ja, so ähnlich ist das, ne? Ja. So, dann, genau. So, dann gibt es noch ein weiteres Thema, genau, und zwar gibt es noch mal so zwei, drei Informationen, also wo wir gerade bei dem Thema Räuchern ja auch gerade sind. Ich habe mir Räuchermehl bestellt. Und das wollte ich gerade noch mal mit euch teilen, weil die Frage ist ja immer häufig, wo kriegt man dann günstig irgendwie Räuchermehl her und welches Räuchermehl gibt es denn eigentlich und was sollte man da machen? Und da würde ich mal ganz kurz reinspringen. Ich habe mir nämlich was Neues geholt. Ich habe ja genauso wie du, Norman, buche hauptsächlich und habe mir jetzt mal diese Pakete hier genommen und zwar Räuchermehl Kirsche. Und die gibt es in so einer 900-Gramm-Packung für 6,79. Ich habe die sonst immer ein bisschen teurer gekauft. Die gibt es bei Räucherteufel. Finde ich ganz gut. Und wenn man mal so ein bisschen drauf schaut, weil die Frage ist ja immer, ja, was ist denn da eigentlich? Was ist denn da eigentlich so der ganz große Unterschied und wann benutzt man denn eigentlich was und warum gibt es das, warum gibt es da eigentlich da überhaupt die verschiedenen Räuchermehle? Ich habe euch hier in dem ursprünglichen Leitartikel mal so eine kleine Tabelle reingemacht. Buche ist eher so konstanter, gleichmäßiger Räuchergeschmack, also das, was wir ja eigentlich auch hauptsächlich haben wollen. Die Kirsche ist ein bisschen, hat ein milderes Aroma und ehrlicherweise auch die Farbe ist dann nochmal eine andere. Die wirkt nämlich so ein bisschen bernsteinfarbig, deutlich goldiger. Ne? Sieht natürlich irgendwie so aus, so wie beim Pro geräuchert. Dann gibt es noch Apfel. Kennen viele gar nicht. Das ist ein ganz feines Raucharoma. Auch eine goldene Farbe. Und dann gibt es noch mal Erle. Also das kann man durchaus mal probieren, das eine oder andere da mit rauszunehmen. Ich habe euch da diesen Artikel ergänzt, erweitert. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch noch mal auf das Thema Räucherhaken eingehen. Ich würde noch mal ganz kurz aufs Mehl eingehen, Mike. Ja. Was sagt die Qualität des Räuchermehls aus, wenn dort Rinde drin ist? Das soll man, glaube ich, nicht machen. Das ist, was ich nicht festgestellt habe, ich bin jetzt nicht der Top-Experte, ich räuchere regelmäßig, so wie du ja auch. Also was ich nicht festgestellt habe, ist diese kleinen Päckchen da, die unglaublich teuer sind, versus ein 20 Kilo oder 15 Kilo sagt. Da habe ich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied gemerkt. Aber da soll keine Rinde drin sein. Das ist nicht gut. Ja, da erinnere ich mich nämlich auch noch dran, dass das, da soll man darauf achten, wenn man Räuchermehl kauft, dass da bestenfalls keine Rinde drin ist. Manchmal lebt man das wohl. Habe ich auch. Also ich achte da auch tatsächlich mal drauf, aufs Räuchermehl. Was ich nutze, bei mir beim Räucherofen tatsächlich, sind auch dickere Chips. Also nicht nur Mehl, sondern auch diese Chips, die man teilweise für den Gasgrill auch verwendet. Ja. Um einfach die Glut zu erhalten. Also falls ihr da nochmal einen Tipp braucht, wie man die Glut halten kann, kann ich euch diese dickeren Chips nochmal empfehlen. Würde ich jetzt nicht unbedingt von Weber kaufen. Die gibt es auch in anderen guten Räucher-Online-Shops zu kaufen, kann man immer mal einen Sack mitbestellen. Hilft dann ganz gut, um einfach den Rauch zu halten und dass das Feuer nicht ausgeht oder die Glut nicht ausgeht. Ich sehe gerade, der Richard Tim ist da. Herzlich willkommen, Richard. Das ist ja unser Gewinner von unserem Abonnenten-Spezial, was wir gemacht haben. Waren ja zusammen angeln. Also herzlich willkommen und stimmt auch besser spät als nie. Ne? Dann noch ganz kurz zu dem Thema Räucherhaken. Ich habe mir auch nochmal zusätzliche Räucherhaken geholt, um die ganzen Fische einmal zu präparieren, gerade wenn ich zwei oder drei Durchgänge mache. Und ich schwöre auf kleine und feine Räucherhaken, die, sage ich mal, minimalinvasiv in den Fisch einzuführen sind. Das sind hier Räucherhaken mit 14 cm Länge bei 2 mm.
Und die sind gerade hier im Angebot für 5,39. Ist ja Black Friday, ne? Und ihr seht das hier, 10 Stück hier, 14 cm, 5,39. Da habe ich mir einfach ein paar geholt. Lassen sich gut reindrehen. Ich weiß nicht, welche hast du, Norman? Hast du genau die gleichen, ja. Weil ich habe mir diese anderen Haken nicht geholt. Ich habe mir tatsächlich die gleich als erstes gekauft. Die sind schön einfach. Guck mal, die Größe hier kann man vernünftig verstauen. Kommt in so einer Packung hier an. Also habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Habe ich euch hier auch nochmal verlinkt. So, da haben wir schon jetzt eine Menge vom Räucherthema abgehakt. Aber ein Thema haben wir noch. Und zwar auch in dem Artikel. Also ich habe 3 Sachen jetzt in dem Artikel aktualisiert und müsste hier eigentlich mal das Datum ändern, ne? Weil mache ich nachher mal, ne? Weil ist ja jetzt auf jeden Fall, ist ein lebendes Dokument. Wir beide haben ja den Masterbuild, den MDS 230S. Yes. Und der ist nicht einfach zu bekommen. Der ist nämlich ziemlich häufig ausverkauft und wir haben den mal geschossen für 150. Kam da eine Räucherhaube oben drauf für 20 Euro, 270 Euro und ist eigentlich mehr als ein fairer Preis und auch über 200 Euro ist ein fairer Preis. Ich habe einen Prospekt von Ascari auf dem Tisch gehabt. Und Ascari hat den gerade. Und guckt mal, 215 statt 280. Das ist doch mal ein Preistipp. Ja, also finde ich total geil. Und das ist, ich meine, wir sind ja eingestiegen in das Thema. Eigentlich bräuchte ich jetzt auch nochmal einen größeren. Kostet aber alles Geld, aber. Gut, eine Sache brauchst du bei dem, ne? Das mit unserem Upgrade, was wir gemacht haben, ja. mit dem Ofenband. Ja, genau. Ich habe hier dieses Kaminofendichtungsband. Das habe ich. Das habe ich hier nochmal mit drin, ne? Da stehe ich gerade mit der Maus drauf. Das solltet ihr euch dazu holen, dann wird das da reingeklebt, fertig aus. Ja. Und nehmt nicht irgendwie eine Rolle, sondern 2 Rollen davon. Und dann ist das eigentlich auch völlig in Ordnung, so für den Start und für den Gelegenheitsräucherer. Ne? So, das ist auf jeden Fall dazu nochmal so ein bisschen auch. So, über Kirsche haben wir gesprochen. Und wir kommen nochmal zum Thema Angelrouten. Und Jesko und auch du, ihr habt ja die Abu Garcia Diplomat Nano in 4 Gramm. Als Spoonroute, die man ehrlicherweise auch als Gummiroute noch verwenden kann, weil das ist halt eine coole Allround-Route, ne? Kann man dafür super verwenden. Schöne Wanderroute. Ich bin ja auch noch ein Fan von der reinen Gummiroute. Einige würden sagen Schwappelroute, weil die hat so einen Solid-Tip oben und ist voll parabolisch. Super geil zum Gummiangeln, finde ich. Die ist jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr im Markt verfügbar gewesen. Ich kann euch sagen, der Easy von Spoon Fishing hier von ASB Tackle hat bestätigt auf Facebook in einem Thread, die ist wirklich unterwegs, die kommt, also noch nicht unterwegs, aber ist in der Produktion. Spoon Fishing wird das Ding nochmal exklusiv auflegen. Ihr könnt euch darauf freuen. Die 0,3 bis 2,5 Gramm Variante wird nochmal aufgelegt und wird in den Markt kommen. Und wenn Weihnachten, Mike? Nee, nicht mehr vor Weihnachten. Ja, okay. Davon ist nicht auszugehen. Was allerdings noch da ist, ist die 4 Gramm Variante. Von der habe ich auch 2. Ich habe 2 Stück in der 4 Gramm und 2 Stück in der 2,5 Gramm Variante. Meine Jungs fischen immer die 4 Gramm Variante. Und die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist natürlich ein Preis, gar keine Frage, aber ist auf jeden Fall den Preis wert. Ne? So, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das kommt auch. Ja, dann gucken wir mal einmal auf den Newsblock. Wir sind jetzt einmal mit dem Newsblock durch und kommen jetzt auch schon zum Thema des Tages. Springen wir einmal rein. Wir suchen uns ja immer ein Thema raus, von dem wir sagen, da schreiben wir mal so ein bisschen dran, das aktualisieren wir und dann diskutieren wir das hier, von dem wir sagen, es hat eine gewisse Relevanz. Und ich selbst habe, als ich damals mit dem UL-Angel anfing, der erste Wobbler, den ich gefischt habe, im UL-Bereich, war auch der Robblur. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Norman? Bei mir tatsächlich, mal überlegen, ich glaube, ich hatte angefangen mit so einem eBay-Wobbler, so einem weißen, und dann ist der Robblur dazugekommen. Da kam man ja damals nicht dran vorbei. Der Erwin Meires hat nicht nur die Goldhands-Sachen irgendwie mit hier in den Markt geschleppt, sondern auch den Robblur ziemlich bekannt gemacht. Die sind ja auch nicht super günstig. 17,95 so im Schnitt, also knapp 18 Euro.
Aber ich finde, und ich habe damals zwei Guides geschrieben. Den einen mit Erwin zum Thema Chaojara-Gummis. Der wird auch nochmal aktualisiert demnächst. Und den zweiten zum Thema Rob Lure, weil mich auch interessiert hat, wenn man einen Haken abbricht, was macht man dann und die Charakteristik. Und für euch heute, seit heute 18 Uhr, ist der neue Fachartikel dazu wieder verfügbar. Also Ursprung war so ein Google Docs Dokument und jetzt ist das halt eine vernünftige Website. Und ihr findet diesen Artikel, wie alle anderen Artikel, im Bereich Praxiswissen. Und guckt da mal rein. Hier gibt es nicht nur den Rob Lure Artikel, sondern auch natürlich weitere Praxisartikel zum Thema Wobbler. Und jetzt gibt es hier praktisch auch den Teil, den Guide. Und wir steigen mal ein. Ich würde mal so eine 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, also 10 bis 15 Minuten, einfach mal so ein bisschen was dazu erzählen, was mir dazu einfällt. Ich habe diesen Guide so gestrickt, dass ich hier so ein Einstiegsthema habe. Ich gehe auf die Modelle ein, dann gibt es ein bisschen Führung und Zubehör und FAQ und Tutorials und es gibt natürlich auch ein paar Shops. Und ich gehe auch nochmal auf die Varianten ein, die man aktuell im Markt findet. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar Überraschungen. Ne? Also, dieses ganze Thema Wobbler, ich finde, Wobbler, ich gehe nicht ohne Wobbler, wenn ich UL angel, ich gehe nicht ohne Wobbler ans Wasser. Diese Variante zu haben von, ich habe Spoons, ich habe Gummiköder und ich habe nochmal etwas anderes, was nochmal ganz anders fängt, bringt nicht nur diesen Sonderfisch, sondern rettet mir auch manchmal wirklich den Arsch, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, also auf jeden Fall den Tag und sorgt dafür, dass ich deutlich mehr Fisch fange, als vielleicht jemand, der stur nur seine Spoons durchs Wasser zieht. Und dann ist ja immer die Frage, wenn man mit dem Thema Wobbler anfängt, viele sagen so, ja, ich habe Wobbler mal probiert, das hat irgendwie nicht geklappt. Was ist denn vielleicht so ein Wobbler, den jeder fischen kann und der auch in so einer Lauftiefe läuft, mit der man eigentlich auch ganz gut vieles abdeckt, was man halt so braucht. Und das ist auf jeden Fall der Rob Lure. Und ich gehe mal als erstes mal auf die Modelle ein. Den Rob Lure, den gibt es einmal als Berbi und einmal als Berbi-Mama. Ne, die Mama ist die große und der Berbi ist dann halt die kleinere Tochter. Und dann unterscheiden wir hier noch in zwei Typen, nämlich einmal in Slow Thinking und einmal in Super Slow Thinking. Also der eine läuft ein bisschen höher, der andere ein bisschen tiefer. Und das hängt so ein bisschen in der Zusammensetzung der Tauchschaufel ab. Klar ist, dass der Berbi Mama deutlich weiter rauszuwerfen ist. Was aber nicht heißt, dass da nur die großen Forellen drauf gehen, sondern ich fange da auch häufig mit Goldforellen, die eine ganz normale Größe haben, die an der Oberfläche sind oder vielleicht ein bisschen tiefer. Die fischt man damit sehr, 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 sehr gut ab. Und der Wobbler lässt sich halt wirklich gut auswerfen. Und was ich halt finde, ist, na, den bringst du nicht so leicht aus dem Lauf. Wir hatten das ja vorhin bei der Tumbling Banana. Wenn du den zu schnell einkurbelst, dann fängt das Ding an zu rotieren. Dann, also musst du auch erstmal was machen, aber es geht halt, dass du den ins Rotieren bringst. Bei dem Rob Lure Wobbler ist das, den kannst du halt führen, ne? Da kommst du auf jeden Fall auch, wenn du nicht besonders geübt bist, zu ersten Erfolgen. Ich weiß nicht, was ist so dein Eindruck? Hast du damit schon einiges an Fischen gefangen, Norman? Nee, ich bin tatsächlich nicht so der Wobbler-Angler, bin ich ehrlich. Also nee, ich bin der Rob Lure, ich habe mit der Banane schon. Ja. Aber ist nicht so die meiste Zeit mein Köder. Man muss dran glauben und man muss das natürlich auch so ein bisschen verfeinern. Wenn man nachher in die Turnierangelei reingeht, geht das gar nicht anders. Und wir beide haben ja auch schon Tage gehabt, wo auch der Diver Twig, dann fängt so ein Wobbler und dann ist das genau die richtige Situation. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie man den führt. Also das eine ist monoton irgendwie reinholen, langsam reinholen, Stück für Stück. Der macht seine Bewegung in der richtigen Tiefe, wo reingezogen wird und dann führt das zu einem Biss. Das zweite ist so eine Stop-and-Go-Methode, die kann man natürlich auch anwenden, indem man halt kurbelt und aufhört. Dann wirklich so eine Breakout-Variante, die man noch fahren kann und das Ganze kann man dann auch nochmal mixen. Also ich bin halt eher ein Freund von so monoton oder halt von Stop-and-Go, je nachdem, wie die Situation dann halt ist. So, und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, dass man die richtige Route zu dem Wobbler hat, weil es bringt halt nichts, eine Diplomat Nano mit 2,5 Gramm mit einem Solid Step an Wobbler zu hängen, ist viel zu weich, sondern ich brauche da schon ein bisschen Rückgrat. Der Fisch soll ja auch vernünftig gehakt werden.
Und viele sagen auch so, ich kriege halt super viele Aussteiger dabei. So, ne? Ja, also mein Tipp ist da auf jeden Fall, die Bremse etwas leichter zu stellen, als man sie eigentlich bei Spoons hat. Dieses ganz leicht mehr nachzugeben, als es eigentlich üblicherweise ist bei der Spoon-Angelei, führt dazu, meine persönliche Erfahrung, dass ich weniger Aussteiger habe. Ja, das ist dieses Müh in der Bremse, wo ich etwas weicher bin, wo der Fisch ein bisschen schneller, wo die Rolle ein bisschen schneller nachgibt, sorgt dafür, dass der einfach besser hakt und sich nicht so schnell aushakt. Ne? So, und das sind die Varianten. Ich habe euch hier auch mal zum Thema Führung vom Erwin auch die entsprechenden Videos verlinkt, wo man sehr gut sehen kann, wie da die Führung ist. So, und dann kommen wir schon zu dem Thema Zubehör. Und beim Zubehör bin ich mal ursprünglich angefangen und habe meine Baerbies in der Mayho D86, in der Reversible D86 drin gehabt. Das ist die hier. Und ja, kann man machen auf jeden Fall. Ich bin jetzt allerdings dazu übergegangen, in meine Mayho 7070N eher die hier zu verwenden, und zwar die Mayho 3010ND. Und da, die gucken wir uns mal an. Die hat, das ist die etwas dickere Variante, nämlich hier mit 40 mm. Die gibt es auch noch als NS in 28 mm. Und das ist so eine Box. Ich habe ja eben meine Gummiköder dabei und die habe ich in solchen Boxen hier, in den NS. Und wenn ich so eine ND-Box dabei habe, passt natürlich prima in die Mayho, da kann ich meine Wobbler gut drin verstauen. Also meine Empfehlung ist, holt euch so eine Box, packt da euch eure Wobbler rein, gerade wenn ihr eine Mayho habt, und dann habt ihr das alles sauber verstaut. Das ist auf jeden Fall eine Variante im Vergleich zu der D86 hier, zu der kleineren Tasche hier. Ne? So, und dann ist natürlich die Frage, welche Snap-Größe wird verwendet? Und wir empfehlen hier ganz klar die 00. Also Owner Snaps in der Größe 00. Und der Gogo ist ja heute hier, ne? Rutenmühle, ist ihm ein Owner Snap aufgegangen. Einfach aufgesprungen. Ist mir übrigens auch schon mal passiert. Also jetzt lag jetzt nicht an dem Owner Snap, sondern irgendwie ist der Fisch da dran gekommen und dann ist das auf und dann war der Spoon weg. Total freaky, ne? Wird man da auch ist gerade eine Frage vom Fishing Man noch. Ja. Was hältst du vom Timon Pepino? Ist er? Ja. Der Jesko und ich, wir haben den gefischt und haben damit erste Erfolge. Und ich finde, in bestimmten Situationen ist er besser als der typische Bananenwobbler. Der lässt sich einfach super geil führen. Also ich finde den gut. Ich habe da mehrere davon und Jesko hat da auch welche davon. Und wenn ich jetzt Banane und Pepino, also ich würde die immer beide in der Box haben wollen. Ich finde den gut. So, und dann ist natürlich die Frage, welche Haken kommen da dran? Und auch dort hatte ich mich damals auch mit dem Erwin Meyres ausgetauscht und ich habe euch hier die passenden Bandwurkhaken, die sauber dazu passen, auch hier mit verlinkt, sodass ihr da nicht euch selbst irgendwie schlau machen müsst und da recherchiert und ähnliche Dinge. Also Snaps, Haken und dann auch welche Haken an welches Modell, also für die Baerbie Mama, das Achtermodell von der, also zum Beispiel den CK33W oder den BL31 und bei der Baerbie entsprechend die ganzen Dinge. Und die Sprengringe habe ich euch auch hier nochmal mit reingegeben, welche da idealerweise zu verwenden sind. Ne? Also hier der Bandvogt, der VSR B0 wäre jetzt auch nochmal so eine Variante. Und dann braucht ihr noch hier für die Sprengringe nochmal ein Tool. Das habe ich euch ja auch nochmal mit verlinkt. Das ist so ein bisschen so das, als ich mit den Baerbies angefangen habe und dann ist mal ein Haken abgegangen, dann war mal was mit dem Sprengring und dann guckt man und fummelt und weiß nicht genau, was soll man da jetzt nehmen und man ist ein bisschen unsicher. Das habt ihr jetzt hier alles drin. Ich habe noch eine Rubrik aufgenommen und zwar FAQ. Da kann man vielleicht nochmal auf ein, zwei Fragen hier eingehen. Und zwar, wie ist denn das eigentlich mit zwei Angelhaken? Manchmal ist das ja so, dass man nur mit einem einzigen Angelhaken angeln darf. Welcher Haken wird denn dann abgemacht? Mein Norman, du hast es jetzt schon mitgelesen, ne? Und hier steht es auch, ja, es wird halt der am Bauch wird abgemacht und der hintere, der bleibt, also der ganz hinten ist, der bleibt halt dran. Ne? Sowas zum Beispiel und
So, und muss man Sprengringe tauschen? Und natürlich muss man die Sprengringe nicht tauschen. Und was man häufig hat, ist so dieses ganze Thema, warum brechen denn eigentlich bei meinem Wobbler die Haken? Ja, die Wobblerhaken, die sind ja häufig sehr, sehr dünntretig. In Japan haben die Fische so um die 150, 200 Gramm. Dann kommen wir hier bei 600, 700, 800 Gramm. Ist natürlich schon so, ne? Also da bricht schon mal so ein Haken weg. Guckt euch das gerne an. Und ich habe euch, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, hier nochmal einige Tutorials mit reingepackt. Und dann kommen wir auch schon zum Shop. Und hier gilt etwas, was wir auch schon vorhin bei den Spoons, den Godhand Spoons vom Erwin Meyres gelernt haben, nämlich es gibt die EM-Serie, also EM für Erwin Meyres, und die FA-Serie von Fangenswert. Und das spiegelt sich hier auch bei den Rob Lures wieder. Weil wenn man sich das mal so anguckt, so die klassischen Wobbler, hier sieht man jetzt einen Blanky, ist jetzt kein Berbi, ne? Aber nur, dass wir mal die Farben hier sehen, dann sehen wir hier die FA01 und FA02. Aber wir können ja mal gerade hier auf das richtige Modell gehen. So, wir gehen mal hier auf die Serie. Und dann sehen wir, das sind jetzt hier die neuen Farben. Und die alten Farben sind hier halt nicht. Und das ist halt auch etwas, also es gibt die, man muss halt wissen, es gibt auch hier die FA-Serie und es gibt die EM-Serie. Und es gibt natürlich dann auch nochmal weitere Möglichkeiten. Also ich habe hier nochmal ein bisschen recherchiert, auch für den heutigen Tag, und habe dann festgestellt, dass zum Beispiel erstens nicht nur Fangenswert so als Distributor für diese ganzen Wobbler hier mit am Start ist, sondern was ich zum Beispiel interessant fand, ist von The Art of Fishing, also da, wo auch der Kobo herkommt, die haben Sonderfarben. Und ich weiß nicht, Norman, hast du die schon mal gesehen, diese Farben hier? Nee. Guck die mal an. Doch, warte mal, ich habe da... Guck dir mal den Preis an. 16,95. Ich bin der Meinung, dass ich mal bei Kasper tatsächlich den, wenn du hochgehst, in der Mitte, den die Farbe mal gesehen habe. Den hier oder den? Geh mal hoch. Nee, weiter hoch. Genau, den in der Mitte, das ist dann unten links der, ne? Ja, die sagt irgendwie so. Ich weiß es nicht ganz genau, es kann auch sein, dass ich das verwechsle. Ich finde, die Farben sind nochmal wirklich erfrischend im Vergleich zu den klassischen EM-Farben. Guck mal, die Handelbarkeit schreibt auch gerade, Fish Candy hat auch noch ein paar andere Farben von den Rob Lures. Ja. Ah, Fish Candy. Können wir mal reingucken hier. Genau, was ich mit aufgenommen habe, ist auf jeden Fall Angel Area, der Arthur. Der hat die auch. Und hier sehen wir nämlich auch die klassische, ja, jetzt die F-Serie. Das ist halt immer so, naja gut, ist halt gerade nicht verfügbar. Bei Spoon Fishing, hier sehen wir noch auch hier die FA-Serie. Und hier sehen wir nochmal die EM-Serie, ist ausverkauft, ne? Den EM03, den habe ich auch. Guck mal, und den EM05, mit dem ich jetzt gefangen hatte, dieses Babyblau, will ich mal so sagen, ne? Der zum Beispiel, der fängt echt gut. Und mit dem habe ich auch total positive Erfahrungen gemacht. Der hier ist richtig gut. Hast du den eigentlich, den EM01? Nee. Super. Also den liebe ich, ne? Da ist es mir ein bisschen zu bunt gewesen. So, und die Shops, die habe ich euch hier mit reingenommen. Und ich glaube, der Kasper von Art of Fishing hat momentan, ja, hier auch, sind auch für 16,95. 16,95 geht eigentlich, ne? Also dafür, dass das aus Deutschland ist, kriegst du natürlich in Japan ein bisschen günstiger. Ja, also das ist im Grunde genommen der alles das, was ich zu dem Thema Rob Lure, Wobbler zusammengetragen habe. Ich finde, das ist so ein Wobbler, den kann man auch in unseren Rucksack, kannst du den immer mit dabei haben, habe ich auch. Also auch in unsere Wandertasche, in meiner Mailbox sind da immer ein paar davon dabei. Das ist so ein Ding, das kann man also ungesehen, kann man sagen, kann man sich davon ein paar einstecken und wird damit auch seinen Fisch fangen, gerade auch als Anfänger, um damit zu starten. Ne? Es müssen dann nicht immer die Jojo-Craft-Wobbler sein, die dann ja nochmal deutlich teurer sind. Ne? Das stimmt wohl, ja. Ja. So. Ja, wir können vielleicht nochmal darüber sprechen. Ich meine, das ist ja gerade schon so ein bisschen angeklungen. Du bist jetzt nicht derjenige, der jetzt so super viel auf Wobbler
fängt. Aber wenn du mal so auf die letzten anderthalb, zwei Jahre guckst, hast du mal ein positives Erlebnis gehabt, wo du sagst, mit dem Wobbler habe ich was gefangen? Also tatsächlich mit der Banane, das, was ich vorhin erzählt hatte. Allerdings war das auch eine Situation, wo glaube ich, generell es nicht sehr fängig gewesen ist. Und dann bin ich schon jemand, der viel ausprobiert. Genau, da hatte ich dann die Banane grundnah geführt. Da war das so, dass die in der Situation passte sie. Ansonsten, der Diver Twig zählt ja auch zu den Wobblern. Das ist tatsächlich einer, der gerade im Sommer bei mir immer ganz gut geht. Bei Forellen, die eher ein bisschen zickiger sind. Es gibt auch ein Video, wo wir wo wir bei dem Troutbaits-Event gewesen sind, wo sich der Schwarm gefunden hatte und Dennis mich aufgenommen hatte. Ja. Das war auch nochmal eine ganz spannende Situation. Genau, da hat er auch, da habe ich den allerdings die Hutenspitze nach oben geführt. Was ich halt spannend finde an dem Wobbler, wenn man sich den anschaut, der hat halt, wenn ich jetzt aus einer Forellenperspektive schaue, überbeiße ich ja erstmal den Haken, um dann den Köder zu schlucken. Das ja. heißt, der Haken sitzt sehr, sehr tief. Und das ist schon ein Köder, den ich eher so auch mit Gummis vergleiche, wenn ich ein bisschen ruhiger fange oder wenn die oder Angel oder die Forellen ein bisschen spitzer beißen. Du meinst auch vom Lauf her so. Genau, ist das eher der Köder, mit dem ich dann des Öfteren auch gute Erfahrung mache. Wobei halt auch nicht in jeder Situation. Also ich habe auch Tage gehabt, da hat er überhaupt nicht funktioniert. Ja, ist tatsächlich so ein bisschen situationsabhängig. Ich kann den auf jeden Fall immer dann empfehlen, wenn Forellen zickig sind, den mal zu probieren. Das kann den einen oder anderen Bonusfisch nochmal dazu bringen. Ja. Jesko schreibt gerade, der Diver Twig hat schon manche Situationen bei ihm gerettet. Ja, bei mir auch. Ich habe wo war denn das noch? Lüneburger Heide. Da habe ich einen Tag gehabt, da habe ich damit 5 Fische in 20 Minuten gefangen. Da ging nichts anderes. Danach war auch Totentanz, dann hatte ich offensichtlich alles da abgefischt. Es ging nur dieser Köder. Ich meine, kann man über jeden Köder, wahrscheinlich in jeder Situation irgendwie sagen, aber das ist auf jeden Fall, der ist auch so schön klein und so, den kann man halt mitnehmen. Der hat natürlich mit 1,2 Gramm einen Nachteil, den kannst du nicht super weit werfen. Ne? Ja, das stimmt. Ziel, ne? Ja. So, jetzt hatte ja jemand aus der Community gesagt, so, den gibt es hier. Frau Blur, Gerbi. Mal gucken, wie hier. Ach, guck mal hier. Den gibt es hier sogar als Floater. Finde ich interessant. Gerbi Mama, gucken wir mal drauf. Das ist übrigens etwas, was ich festgestellt habe, die meisten Shops haben eine ganz üble Suche. Ne? Die meisten Shops, also richtig, richtig schlecht. So, momentan ist hier bei Fischcandy nicht so richtig viel, doch Farbe. Überzeugt mich nicht gerade. Guck mal, die haben hier noch mal ein paar andere Farben, aber so richtig viel Auswahl haben die hier auch nicht. Ne? Schreit nach Restbestände. Das sieht mir echt nach Restbestand aus. Ne? Schade, sonst hätte ich den gerne noch mal hier mit aufgenommen, weil Fischcandy ist ein cooler Shop. Also jetzt auch gerade so, was so Rollen angeht. Ich habe da schon viele Rollen bestellt, so gerade die Shimano-Sachen. Die Shimano XR habe ich da bestellt, da habe ich bestimmt 3-4 Rollen bestellt. Das ist ein guter Shop, ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, das so ein bisschen zum Thema Wobbler. Ja, nutzt den Artikel. Scrollt da ruhig gerne mal durch und sucht euch die Sachen raus. Und ihr habt da jetzt die Shops und ihr habt da jetzt, sage ich mal, alles das, wenn euch da mal der Haken bricht, könnt ihr euch da bedienen. Und dann wisst ihr auf jeden Fall auch, dass das halt passt. Und dass auch der Erwin Meires da mal drüber geguckt hat und der hat da auch seinen Input gegeben. Ne? Also auch da nochmal vielen Dank, Erwin auch. Ne? Auch wenn ich mich dafür 2-3 Mal bedankt habe, aber das ist auf jeden Fall nochmal sehr wertvoll, dass das jetzt hier drin ist. Und jetzt ist es nicht nur so ein schnödes Google Docs Dokument, sondern ist jetzt hier Teil unseres Beitragsarchivs. Ne? Viel Spaß damit. Und ich glaube auch immer ganz gut am See weiter zu empfehlen, wenn man mal mitbekommt, da ist der ein oder andere, der mit das erste Mal mit dem Wobbler angelt. Oder, was ich finde, was man auch oft erlebt, ist, dass du dann diese eBay-Köder siehst, wenn man da einfach mal ja, eine gewisse Qualität in seiner Köderkiste braucht. So ist es. So, und jetzt kommen wir zur Community. Community, was gibt es denn da Neues? Einiges, würde ich sagen. Ja. Also wir haben
Man muss ja wirklich sagen, die Community ist ja noch nicht mal 2 Monate alt. Diese Facebook-Community, ne? Genau, ja. Die Facebook-Community. Wir haben 279 Mitglieder, Stand jetzt. Ich habe es auch gerade nochmal reingepostet. Wer kein Mitglied ist, gerne dazu kommen. Ihr habt schon gehört, wir haben da echte Experten bei uns mit drin. Dennis. Oder mehrere Dennis. Der Arthur. Ne? Dennis Rendelsmann, der Arthur, der Erwin, sagtest du vor, ne? Ist ja auch Bestand, ist glaube ich auch in der Gruppe mit drin. Genau, ist auf jeden Fall geballte Power hier an Menschen. Empfiehlt sie auch gerne weiter für Menschen, die gerade mit U11-Angeln anfangen oder die am See trefft. Ich glaube, das spart auch am Ende immer noch mal Nerven und Geld mit den Tipps, die hier drin sind. Genau, wenn wir mal auf die letzte Zeit draufschauen, was ich sagen muss, total viele Berichte, die da reingekommen sind. Ne? Also hier sind wir dein. Dann ein Stück weit auf Wissen. Was man aber auch sagen muss, so eine Community zieht natürlich nicht nur Angler an, sondern so eine Community eignet sich natürlich auch immer als guter Vertriebskanal. Und Mike, wir beide sagen seit Anfang an, wir wollen nicht unser Haupteinkommen mit dieser Wave Fishing Community bestreiten, sondern das ist immer noch ein Stück weit ehrenamtlich, was hier getan wird. Insbesondere du steckst auch ja sehr, sehr viel Zeit in die Artikel mit rein, um der Community einfach auch was geben zu können oder wiedergeben zu können. Dementsprechend haben wir unsere Richtlinien aktualisiert. Das hattest du dann nochmal in einem Beitrag auch sehr schön verfasst. Was wir gerne zulassen, sind natürlich Veranstaltungshinweise, sofern sie nicht einen überwiegenden werbenden Charakter haben, sondern wo es wirklich darum geht, hey Leute, hier ist wieder was Cooles. Ich gucke mal so in Richtung Jesko über den Chat. Jesko, ich weiß, da das ist auch ein Thema, worauf du auch mal ganz gerne Bock drauf hast, was glaube ich auch sehr verständlich ist. Das ist okay. Wir haben aber in der letzten Zeit immer mal wieder Beiträge gehabt, die vor allem einen werbenden Charakter gehabt hat, in Form von Spoons, die veräußert werden können. Und zwar nicht als Privatverkauf, sondern schon als gewerblicher Verkäufer. Und das ist etwas, was wir hier nicht zulassen wollen, weil es zum einen genügend andere Gruppen gibt. Ich glaube, der ein oder andere auch mit dem einen oder anderen verbunden ist über Facebook und dann auch immer die interessanten Nachrichten kriegt, wenn er seine ganzen Follower taggt bei den entsprechenden werblichen Beiträgen. Das wollen wir nicht. Da achten wir auch drauf, dass solche Beiträge hier nicht in die Community landen. Ja, ich will nochmal mal ergänzen. Das tut mir manchmal auch so ein bisschen leid. Ich habe das ja auch, wenn ich das sehe, also denn die meisten Firmen sind dann ja auf Beitragsgenehmigung. Ihr alle so als Privatperson seid erstmal ohne Beitragsgenehmigung, könnt posten und dann ist das da erstmal da. Ne? Und dann muss man das im Nachhinein irgendwie wegräumen. Wenn ich dann das so sehe, oder ich habe heute auch, ich habe einen Kescher-Hersteller, den habe ich halt da, der hat zwar einen Blogartikel gepostet, aber der wesentliche Charakter ist halt nicht Informationsvermittlung, sondern das ist halt, da wird halt direkt auf die Produkte verlinkt. Dann tut mir das ehrlich gesagt dann schon leid, ja, aber es geht halt nicht. Wir würden dann praktisch den Teil des Austausches, den würden wir da einfach reduzieren. Und auch das Thema so, jetzt geht ja nicht nur darum, dass man da praktisch Firmen hat, sondern auch, wenn man selbst was verkauft. Ich meine, es gibt eine große Gruppe auf Facebook, da sind 10.000 Leute drin. Wenn man was verkaufen will, dann gibt es 2 Möglichkeiten, auf Kleinanzeigen, auf eBay, in der Regel ja Kleinanzeigen, oder man nimmt diese Gruppe da, die ist nicht umsonst da, die ist, ne, sind 10.000 Leute, und wenn man dann was verkaufen will, ist das hier genau halt nicht die richtige Gruppe. Ne? Und ich bin da mal ganz vorsichtig, ja, weil das ist ja so ein Graubereich. Wir beide haben das ja auch manchmal in der Diskussion. Wir zeigen ja hier auch Sachen, hier zum Beispiel auch aus Shops. Und dann könnte man ja den Eindruck gewinnen, naja, da ist irgendwie, das ist ja so Werbung, ist ja aber nicht, sondern das ist ja halt so, wir geben ja eine Information weiter. Ne? So, und wo ist da die Grenze? Das ist eine Grauschattierung. Ne? Das ist alles so in Graustufen. Es ist nicht so einfach, da so einen perfekten Weg zu finden, aber wir versuchen da mit den Leuten, die da was posten, und wenn wir sagen, das ist nicht ganz ideal, da auch irgendwie einen Kompromiss zu finden. Ne? Genau. Wir haben, also wie Mike das eben gerade schon sagte, es gibt halt einige Dinge, da achten wir drauf. In der Regel könnt ihr aber alle selber posten. Nutzt das auch gerne. Natürlich dürft ihr Tipps geben. Natürlich über Modelle sprechen, was gut läuft, was nicht gut läuft. Wir wollen einfach nicht, dass diese Facebook-Gruppe, die wir hier betreuen und moderieren, dass das vor allem einen werblichen
ganz zum Schluss kriegt und ein weiterer Vertriebskanal ist, weil das dann wiederum den Austausch nicht so weiter pflegt und fördert, ganz zum Schluss. Genau, dann haben wir, lass mich ganz kurz gucken. Ja, nochmal ganz, ganz kurz zu den Regeln. Heißt zum Beispiel auch, dass wir nochmal drauf ein bisschen nachgeschärft haben bei dem Thema so Fangberichte. Also es gibt ja die Fangberichte, die ich heute auch vorgestellt habe, die sind halt von Privatpersonen und dann hat jemand geangelt und fertig. Dann gibt es die Fangberichte, die sind dann eher von Angelseebetreibern. Das wollen wir dann, wir wollen lieber, dass die Fangberichte von den Leuten kommen. Und wenn die Fangberichte von den Leuten kommen, dann sieht man auch relativ schnell, ob das werbende Artikel sind. Also da sind dann 70 Hashtags darunter und dann ist da der Superwurm im Fisch drin. Und also der Köder hat jetzt gefangen und der Spoon steckt da drin. Das bringt dann halt auch nichts. Ne? Also lieber authentische Fangberichte. Und also man kann das unterscheiden, ja, da sind die Leute auch total abgestumpft. Und wenn wir das nicht entfernen würden, dann wäre so eine Gruppe eine von vielen, die ist nachher einfach nur noch werbeverseucht und hat es auch keine Relevanz mehr. Ne? Genau, es trifft aber, ich habe jemand mal direkt angeschrieben, gesagt, hey, pass auf, bitte nicht hier in der Community weiter Werbung machen. Kam auch direkt Feedback, oh sorry, habe ich falsch eingeschätzt, werde ich unterlassen. Vollkommen okay, alles ist gut, jeder kann mal Fehler machen, nur... Wie gesagt, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass das hier nicht zur Spam-Gruppe wird, sondern dass da echter Austausch stattfindet. Deswegen hier die Aktualisierung der Gruppenregeln. Mike, dann gab es Feedback von Bene über Facebook bezüglich eines Links. Moment, ich rufe das mal schnell auf. Moment. Jetzt habe ich gerade ein technisches Thema. Kannst du da mal kurz einspringen? Warte. Ah, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ging es da um die Aufklärung? Die Rollen und das Fetten. Ach da, so. Da hattest du ja den Artikel erweitert. Ja, das stimmt. Genau, ich bin der Meinung, dass es letzte Woche, das letzte Mal auch im Chat mit aufkam. Und da hattest du ja nochmal auf dem Blog auch eine Aktualisierung eines Artikels. Ja, ich erinnere mich da. Das kann ich mal gerade teilen. Und zwar, also das ist auch ein schönes Beispiel von, man guckt da gemeinsam drauf und man schreibt einen Artikel oder aus der Community, in dem Fall von dem Chris Klatt war das ja so, dass der einen Artikel geschrieben hatte. Und so, hier gab es nochmal so ein bisschen so, die Nerd-Diskussion, welches sogenannte Rollenfett nimmt man da denn eigentlich und was ist da so die beste Variante? Und das fand ich ganz cool, da haben sich halt zwei aus der Community da zusammengetan, haben sich da kurz geschlossen, also der Chris Klatt und der Kollege, und zwar der Bene Laufnimmermehr, den habe ich hier auch verlinkt, so. Und von denen kommt halt eine sehr wertvolle Information, nämlich, was kann man da denn für so ein, welches Fett kann man da denn praktisch verwenden? Also was ist praktisch das perfekte Bremsscheibenfett? Das habe ich euch hiermit verlinkt. Und sogar der Link auch auf die japanische Quelle. Und der Tipp war auch so ein bisschen, gut, wenn man das eh in die Rollenwartung gibt, dann zu sagen, komm, gib mir mal so ein bisschen was damit. Und das Zweite war auch die eigentlichen Scheiben. Genau, die Filzbremsscheiben. Die hatten wir beim letzten Mal so kurz angerissen. Was nimmt man da denn für Filzbremsscheiben? Und hier haben die beiden die Teilnummer hier, die Partnummer rausgesucht, wie denn das heißt. Und auch hier haben wir das entsprechend verlinkt. Und das, muss ich sagen, ist dann ganz cool, weil es ist jetzt praktisch die dritte Revision von einem Artikel, von dem ich vorher keine Ahnung hatte, habe ich jetzt immer noch keine Ahnung. Ja. Das ist wirklich so dieses so Rollentuning und habe ich jetzt nicht so einen Zugang zu. Aber ich fand das halt total super, dass der Chris Klatt hat einen Aufschlag gemacht. Dann gab es das erste Feedback, das haben wir eingearbeitet. Jetzt kommt nochmal das Thema Bremsscheiben nochmal dazu, also welche das konkret sind, welche passen. Und das Thema Bremsscheibenfett.
und auch nochmal die Justierung von, dass man davon dann zwei Filzbremsscheiben benötigt, nicht nur eine. Also die Qualität ist jetzt nochmal ein Hoch. Und ich sage nochmal vielen Dank an den Chris Klatt und dann auch nochmal an den Bene aus der Community, dass ihr hier nochmal Feedback gegeben habt und dafür gesorgt habt, dass der Artikel dann nochmal ein bisschen weiter aktualisiert und auch nochmal ergänzt wird. Ich denke mal, ein echt super wertvolles Feedback. Und das ist übrigens einer der Fachartikel, die momentan sehr, sehr gut geklickt sind. Mit Sicherheit Top 10 Fachartikel. Es gibt viele Leute, die suchen offensichtlich auf Google nach Shimano-Rolle mit ruckeliger Bremse. Wow, Wahnsinn. Und landen dann bei uns im Blog, weil ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Problem mit so einer ruckeligen Bremse hätte, wenn mir jemand sagt, okay, das ist jetzt hier Shimano Green Drag Washer Set for All Spinning Models und dann ist das die Part Number, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist so freaky. Ja. Da müsste ich mir irgendjemanden suchen und jetzt haben wir es hier drin. Ja, cooles Ding aus der Community, was ehrlicherweise niemals gekommen wäre, wenn wir nicht irgendwann mal vor 3-4 Wochen diesen Impuls bekommen hätten, macht mal irgendwie doch noch eine Facebook-Gruppe irgendwie auf oder macht mal eine Gruppe. Ne? Und genau, das gleiche Thema haben wir bei Christian Lilienthal gehabt, denn Christian ist neu in der Gruppe. Mike. Ich glaube, du musst es einmal teilen, sonst kann man das nicht so gut sehen. Geteilt ist es jetzt? Okay. Christian Lilienthal kommt aus Bremen, hat geschrieben, dass er Mitte November, also jetzt um die Zeit nach Areth fährt und er hat gefragt, muss ich für DK irgendwas an den UL-Routen beachten? Die Fische sind ja bekanntlich etwas anders drauf. Mike, muss man da etwas anderes beachten? Ja, das ist auch, glaube ich, das Schöne, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss. Deswegen haben wir es ja auch mal im Blog aufgeschrieben. Deswegen gucken wir auch, dass wir diese ganzen Artikel auch möglichst aktuell halten, soweit das möglich ist. Ne? Und wir haben das, was zum Thema Dänemark notwendig ist, nämlich welche Vorfächer sollte ich da verwenden, was für einen Kescher nehme ich damit und was sind einfach Besonderheiten, auf die ich da achten muss. Das ist unter ul-fishing.de/Dänemark verlinkt. Und das haben wir hier nämlich auch nochmal so ein bisschen ausgeführt. Du hast es da gerade, empfohlene Ausrüstung. Acht man da bitte darauf, dass das Vorfach entsprechend stark ist. 0,16er, 0,17er Vorfach reicht komplett aus. Achte auch mal darauf, dass du etwas schwerere Spoons mitnimmst. Hier steht ja jetzt ab 2,5 Gramm. Meine persönliche Empfehlung steht da so nicht drin. Aber würde ich nach aktuellem Stand machen, ist, holt euch mal ein paar Forest Pal Spoons in 3,8 Gramm. Irgendwas, was ihr gut rauspfeffern könnt. Der Erwin Meires ist ja auch so ein Spezi. Der hat ja auch mal seinen Geier da mit 4,8 Gramm. So weit müsste man nicht unbedingt gehen. Diese 5 Gramm Dinger sind mir zu viel. Aber so knapp unter 4 Gramm finde ich dann halt mal ganz gut. Ne? Und nutze unsere Checkliste, die wir ja hier oben auch mit drin haben für Dänemark. Da ist alles mit drin. Und Norman, wir beide und auch der Jesko, wir nutzen das ja immer. Ne? Hast du dein Vakuumiergerät dabei? Hast du dein Filetiermesser dabei? Du hast ja da irgendwie 40 Sachen, an die du denken musst. Ja, das stimmt wohl. Und nachher vergisst man trotzdem wichtige Dinge. Aber ja, mit so einer Checkliste soll das eigentlich eingedämmt werden, dass man dann die wichtigen Dinge nicht vergisst ganz zum Schluss. Ja, und ich finde nach wie vor auch, mach dir vorher einen Plan, wo du angelst. Dazu gehören ja auch unsere Community-Listen, die du da so in der Mitte auch gerade schon drauf hast. Das sind Google Maps Community-Listen mit Bemerkungen drin. Das sind die Hotspots in den jeweiligen Regionen, wo man auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte und sind aktuell und kann man machen. Und wenn man weiter will, gibt es auch noch Angelsee-Info. Ja, ich hätte auch noch einen Tipp. Ich finde, dass die Betreiber in Dänemark immer auch sehr offen sind, also die meisten zumindest, und sehr informationsgebend sind. Das heißt, da kann man immer gerne auch nochmal den einen oder anderen Betreiber fragen, was gut funktioniert an dem See oder was nicht. Gerade in Westjylland hatte ich das gehabt. Jetzt auch bei unserer letzten Tour kann man immer noch mal ganz gut nachfragen, weil natürlich auch die Betreiber möchten, dass man entsprechende Erlebnisse hat am See. Und wir hatten das Thema mit den Aufklebern. Und die haben wir ursprünglich mal produziert. Ich teile das nochmal gerade. Für das Kinderangeln.
Und das haben wir in drei Varianten. Einmal dieser kleine Aufkleber hier für die Tüte, der mittlere und der große. Der mittlere und der große, die sind UV-beständig, das heißt nicht UV-Glitzer, irgendwie was, ne? Sondern UV-beständig, also gegen Sonneneinstrahlung und wasserbeständig, witterungsbeständig. Das heißt, die halten hier der mittlere auf jeden Fall 4 Jahre laut Hersteller und der hält auch gut. Den habe ich sogar im Auto. Das heißt, wenn ihr den an die Scheibe ranpackt, sollte halten und auch nach der Wäsche immer noch dran sein. Das vielleicht zu der Frage, die da aus der Community gekommen war, nämlich hält das Ding da irgendwie am Auto? Ja, könnt ihr reinmachen. Und ich empfehle auf jeden Fall den mittleren hier. Der hat auch eine schöne Lasche, das sieht man hier. Den kann man auch prima abziehen und auch auf die Mailbox packen. Sollte gut halten. Und wir haben mittlerweile von denen verteilt 500, 600 Stück. Und erhältlich im Forellenpark Mechtersen auch, wenn ihr da beim Angel seid. Angelteich Rutenmühlen, beim Ephesio, Angelpark Lüneburger Heide gibt es die auch. Und wir waren im Arid Fiskesee, haben da auch welche hinterlegt. Und ansonsten Norman, dich fragen, Jesko natürlich auch oder mich am Wasser. Wir haben immer welche dabei, immer im Pack. Ne? Wir sind nicht ohne, meistens nicht ohne. Ne? Könnt ihr euch outen am See. Ja, genau. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ne? Ja, ich war persönlich auch so ein bisschen überrascht, dass das so gut angekommen ist. Finde ich super. Ne? Ja. Ja, das dazu. Ist eine ganze Menge los in der Community. Ne? Also. Das stimmt. Sonst noch was unter dem Abschnitt? Nee, wir haben keine weiteren Themen eigentlich. Ja. Genau, also es ist eure Zeit, haut gerne in die Community rein, auch wenn ihr wollt, dass beim nächsten Mal eure Beiträge gehighlightet werden, stellen wir gerne vor, stellt gerne auch spannende Fragen für die anderen Mitglieder der Community ein, dafür ist einfach die Facebook-Gruppe da und scheinbar ist einer aus dem Stream eben beigetreten, wir haben jetzt 280 Mitglieder, ich habe gerade super, ja. Also vielen Dank. Herzlich willkommen an der Stelle. Ja, ich hoffe, der Ton ist jetzt so auf den letzten Metern, bricht er uns nicht nochmal ein. Ja, auch ein Phänomen. Ne? Ja, wir kommen zum Ausblick, Norman. Wie sieht's aus? Wann gehen wir ans Wasser? Ich glaube, du momentan nicht. Du hast noch ein paar andere Themen gerade irgendwie so zum Jahresendspurt. Genau, ich arbeite ja im Produktmanagement. Das Produkt, was ich verantworte, ist ein Produkt, was in dem Heizsegment unterwegs ist. Das heißt, jetzt ist Hightime. Ja. Genau, und man sieht es hier, ich lasse meinen Schnauzer wachsen, weil ich bei der Movember-Initiative mitmache. Ich habe ein neues Ehrenamt übernommen und momentan sehen die Wochenenden eher ja, nach weniger Zeit aus und nach viel Ehrenamt, aber dann im nächsten Jahr wird es wieder mehr werden. Das heißt, ich werde leider nicht zum Angeln kommen bis zum nächsten Livestream. Aber Mike, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal angeln und zwar schon in Kürze, nämlich am Samstag, weil mein Großer ist ja 12 geworden und er hat sich ein Geburtstagsangeln gewünscht. Das heißt, er und 7 seiner Freunde. Meine Frau und mein Schwiegerpapi, wir haben einen See gemietet und dann geht es mit den Kindern raus an See. So eine schöne Aktion von 10 bis 14 Uhr. Mittags gibt es dann lecker noch was zu essen. Wir sind, haben den hinteren Abschnitt in Mechtersen haben wir gemietet und dann werden wir schön angeln. Ne? Kriegen alle ein Guiding. Ich habe dann 4 Trautschara-Routen mit und dann machen wir schön den Wechselbastel. Das wird eine tolle Sache. Und jetzt, wo wir zwischendurch gehen, ja auch nochmal angeln. Ne? Das wird ja dann auch nochmal der Fall sein. Irgendwann zwischendurch. Noch im November, glaube ich, wird das der Fall sein. Ja. So, und wann sehen wir uns wieder? Vielleicht kann Lappi nochmal erläutern, was er da gerade schreiben wollte. Bester Verbindungsknoten, bestes Material, Tool nicht, Toolmarken, Durchmesser. Das sieht so danach aus, als wenn es die Textvorschläge sind, wenn du etwas eingibst und du einfach ja. Auf das nächste Wort klickst. Ja, ich glaube, vielleicht kannst du es gerne nochmal präzisieren. Ne? Genau, oder auch gerne in die Facebook-Gruppe reinhauen. So ist es. Ja, nächster Livestream. Ist interessanterweise, wir wollten euch nicht verwirren, ist auch wieder ein 13. Aber dann der 13.12. kurz vor Weihnachten. Oh, der 13.12. Mike. Ja. Oh, ist ein Freitag, ne? Auf dem Freitag. Du, dann kann das mit dem Sound, mit der Audioqualität, kann da nur perfekt sein. Ja. Kann nur laufen, ja.
Wahnsinn. Ja. Gut. Achso, Braid-Vorfach. Ja, Jesko schreibt, freue mich schon. Dann bist du auch wieder fit. 13.12. geht es weiter. Ja, mehr haben wir für heute gar nicht. War auch schon wieder 21.30 Uhr. Ne? Ja, Fragen, wieder, ne? Fragen sind auch nicht aus der Community mehr. Von daher glaube ich, war es heute mal wieder ein sehr runder Abend. Ja, würde ich auch sagen. Und eine Menge Zuschauer. Viele haben noch durchgehalten jetzt hier sogar bis zum Schluss. Und da bleibt nur eins zu sagen. Vielen Dank für alles, also fürs Durchhalten. Vielen Dank, dass ihr heute alle mit dabei seid, wart. Und wir sehen uns wieder am 13.12. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.